Herzlich willkommen zum Connect Talk. In dieser Runde geht es um die regionale Produktion. Wir wollen darüber sprechen, was hinter diesem Megatrend steckt und was für Chancen er bietet. Dazu haben wir einige Gäste eingeladen. Ich begrüße Karl-Heinz Senden, Top-Pflanzenproduzent aus Düren. Hallo. Dirk Schwichtenberg, Schwichtenberg Obst aus Rheinbach-Flerzheim. Johannes von Erde, Geschäftsführer Landgard Obst und Gemüse. Ja, vielen Dank. Martin Stein, Geschäftsführer Bloomways. Und Walter Vogt, Standortleiter Landgard Wiesmoor. Guten Tag. Als Moderator führe ich Sie durch die Talkrunde. Mein Name ist Dr. Heinrich Dressler. Ich bin Chefredakteur der Fachzeitung TASPO. Produkte aus der Region haben ein gutes Image. Nach Umfragen legt etwa jeder zweite Verbraucher Wert auf regionale Lebensmittel und achtet beim Einkauf auf regionale Herkunft. Gut zwei Drittel der Käufer wünschen sich mehr regionale Produkte im Handel. Bei Obst und Gemüse, aber auch bei Blumen und Pflanzen verbinden viele Verbraucher Nähe mit Frische und Qualität. Außerdem möchten sie die Betriebe vor Ort stärken. Die kurzen Transportwege sind zudem gut für die Umwelt. Aber wie glaubwürdig ist Regionalität als Verkaufsargument? Wird der Begriff im Handel manchmal überstrapaziert? Gibt es genug Ware? Wie werben Gärtner mit der Herkunft ihrer Produkte? Über diese Themen werden wir in der Runde diskutieren. Befassen wir uns zunächst mit den Erzeugern. Herr Schwichtenberg, beschreiben Sie bitte kurz erstmal, was Sie in Ihrem Betrieb anbauen. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Mein Name ist Dirk Schwichtenberg. Ich produziere mit meiner Familie zusammen auf ca. 45 Hektar Anbaufläche Äpfel und Birnen. Und wir vermarkten unsere Produktion genossenschaftlich über Landgard. Und so kommt unsere Ware in die Geschäfte in der Region. Wie machen Sie denn die Verbraucher auf die regionale Herkunft Ihrer Produkte aufmerksam? Da wir über die Genossenschaft vermarkten, haben wir die Möglichkeit, die regionalen Programme unserer Kunden zu nutzen. Das sind zum Beispiel bei der Rewe das Programm Rewe Regional oder bei der Edeka Mein Land. Und somit können wir natürlich auch die entsprechenden Verpackungsmaterialien und die entsprechenden Logos der einzelnen Kunden natürlich mitnutzen. Das heißt, Sie brauchen keine eigenen Konzepte und Logos, Sie nutzen eben die vorhandenen Konzepte der Ketten. Ja, da das ja unsere Kunden sind, Rewe, Edeka und viele andere, und wir über die Genossenschaft dorthin liefern, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, an diesen Konzepten zu partizipieren. Gut, vielen Dank, Herr Schwichtenberg. Herr Senden, beschreiben auch Sie bitte kurz, was Sie produzieren. Ja, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Wir sitzen in Düren, produzieren jetzt ausschließlich, ab nächstem Jahr ausschließlich noch Grünpflanzen, Zimmerpflanzen im Grünpflanzenbereich, also keine blühenden. Bis dato hatten wir auch noch Beet- und Balkonpflanzen im Programm, die wir aber jetzt, wie gesagt, nächstes Jahr rausnehmen aus dem Programm, um uns nur noch auf die Grünpflanzen zu konzentrieren. Und wie vermarkten Sie Ihre Pflanzen? Ja, wir vermarkten über Landgard alle Landgard-Möglichkeiten, die es da geboten werden, sprich Cash-and-Carry-Märkte, Weiling und Clock-Service, Fachhandel. Und ja, genau wie das Thema jetzt schon aufgreift, kommen auch immer mehr Gartencenter direkt auf uns zu, die dann über Landgard abgerechnet werden, aber die dann direkt auch auf uns zukommen, um auch wirklich jetzt schon, also sind wir schon im Thema, auch regional einzukaufen. Und nutzen Sie dann auch irgendwelche Label wie deutsche Gärtnerware oder Etiketten, bedruckte Töpfe mit entsprechenden Hinweisen, damit das auch deutlich wird, dass es regionale Ware ist? Ja, wir hatten mal bis vor 2 Jahren den Beet- und Balkonpflanzensektor mit Topfaufdruck gestaltet. Dadurch, dass wir da im Balkonpflanzensektor aber jetzt rausgehen, machen wir das momentan nicht mehr. Das ist das letzte Jahr, wie gesagt. Für Grünpflanzen haben wir deutsche Gärtnerware aufgenommen von Landgard. Ja, das ist also ein Konzept, was sehr, sehr gut angekommen ist. Also kann ich wirklich nur positiv beitragen. Gibt es denn da auch Rückmeldungen irgendwie? Ja,
Also die Etikettierung, wir haben das Etikett selber entworfen. Das Design des Etikettes ist selber entworfen von uns. Ist halt oben dieser deutsche Gärtnerware Landgard Label aufgefasst. Rückmeldungen sind durchweg positiv, ja. Absolut. Also die Gartencenter sagen, dass das wirklich ein einheitliches Bild ist. Ja, lässt sich natürlich streiten, ob in jedem Topfwisseler ein Etikett rein muss. Da sind ja auch manch einer nicht gerade sehr zufrieden mit, aber wir haben da durchweg positive Rückmeldungen, Haben Sie da auch einen Slogan irgendwie? ja. Grüne Bohnen mit Senden haben wir mit draufgeschrieben auf dieses Banner, auf diesem Etikett. Aber man merkt wirklich schon, dass gerade bei uns im Bereich durch Grünpflanzen, weil Grünpflanzenbetrieb gibt es ja nicht mehr viel in Deutschland, dass da schon mit dem Slogan Deutsche Gärtnerware schon eine gewisse Regionalität verbunden ist. Und das kommt, wie gesagt, sehr, sehr gut an. Also die Region da in dem Fall eher ganz Deutschland, aber Ja, genau. Ja, genau. vielen Richtig. Dank, Herr Senden. Herr Schwichtenberg, das Thema Regionalität bietet Erzeugern ja auch die Möglichkeit, dem Produkt ein Gesicht zu verleihen. Wollen denn die Erzeuger überhaupt persönlich in Erscheinung treten? Wie ist da so Ihre Meinung zu? Ja, auf jeden Fall. Wir Obsterzeuger, wir sind in der Fachgruppe Obstbau organisiert und unter anderem auch in vielen oder in mehreren Verbänden. Und wir haben also in der Vergangenheit auch mehrere Veranstaltungen organisiert. Wir haben also auf Erzeugerbetrieben haben wir Presse eingeladen und Verbraucher eingeladen, um über unsere Produktion über den Anbau zu informieren. Das ist auch sehr, sehr gut angenommen worden. Wir haben auch eine Apfelverteilaktion in der Bonner Innenstadt durchgeführt. Wir haben mit 40 Obstbauern an einem Samstag über 20.000 Äpfel an Passanten verteilt, zusammen mit einem Flyer und mit einer Postkarte, mit einem schönen Motiv. Und sind natürlich dadurch auch mit den Verbrauchern in Kontakt gekommen. Wir haben ganz tolle Gespräche geführt, auch kritische Gespräche geführt. Aber das ist sehr, sehr gut angekommen. Die Leute waren sehr interessiert, haben sich informiert, wo sie die Ware einkaufen können und hatten vor allen Dingen das Bedürfnis, mit uns sich zu unterhalten, weil es also tatsächlich auch Bauern, Erzeuger waren, die vor ihnen standen und nicht irgendwelche Studenten, die man angemietet hat, um da Äpfel zu verteilen. Also da war eine ganz tolle Aktion und da haben wir also ein sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Das ist auch für die Zukunft weiterhin geplant. Corona hat uns natürlich ausgebremst. Wir hatten im letzten Jahr eine Aktion geplant, bundesweit, zusammen mit der Bundesfachgruppe Obstbau. Musste leider abgesagt werden, aber da hatten wir schon circa 150 Städte zusammen, wo wir diese Aktion machen wollten. Da sind wir weiter dran. Also das sind unsere Themen, die uns da in Zukunft beschäftigen. Das heißt, das gibt ein erfreulich großes Interesse der Verbraucher doch auch an Regionalität, die sie auch eben persönlich feststellen konnten. Ja, und vor allen Dingen an Informationen. Ne? Die Leute wollen Ah ja. informiert werden, sie sind interessiert. Gut, vielen Dank, Herr Schwichtenberg. Herr Stein, wie definieren Sie denn regionale Herkunft? Wo liegen da die Grenzen? Bis zu welcher Entfernung ist Regionalität überhaupt noch glaubwürdig? Also wir als Schnittblumen-Großhändler haben natürlich auch unsere eigene Definition von Regionalität, regionaler Herkunft. Um das zu verstehen, muss man ein bisschen auf die Rahmenbedingungen eingehen, mit denen wir so zu tun haben. Das heißt, der Schnittblumenmarkt ist ein globaler Markt. Das heißt, ein Großteil der Produktion von wesentlichen Eckartikeln findet eben nicht in Deutschland statt, sondern in der Regel im europäischen Ausland oder auf anderen Kontinenten, allen voran Afrika und Nord-Südamerika. Hierzulande ist das allerdings auch schon in den Köpfen der Verbraucher weitestgehend manifestiert. Das heißt, die Kunden wissen, wenn sie eine Rose kaufen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die gar nicht aus Deutschland kommt. Auf der anderen Seite ist Regionalität ja per se nicht so wirklich definiert. Das heißt, jeder Kunde hat so ein bisschen eine eigene Vorstellung von dem, was regional ist. Ich persönlich finde diese Vorstellung von der Blumenwiese, die neben dem Blumengroßmarkt steht und dann die Ware eben direkt im Großmarkt vermarktet wird,
auch sehr gut. Ich weiß aber auch, dass es oftmals aufgrund der strukturellen Herausforderungen, die es im deutschen Gartenbau gibt, eben nicht machbar ist. Und deswegen sind wir hingegangen und haben gesagt, Regionalität bzw. eine regionale Herkunft setzen wir gleich mit deutscher Produktion. Das macht natürlich auch als deutsche Genossenschaft doppelt Sinn, weil wir einen entsprechenden Vermarktungsauftrag haben. Wir haben vor Jahren bereits das Label Deutsche Gärtnerware entwickelt und mittlerweile auch sehr gut etabliert am Markt. Das signalisiert eben dem Erzeuger, dass, beziehungsweise dem Kunden, dass da ein deutscher Erzeuger dahinter steckt. Und ja, der Erfolg gibt uns recht. Wie gesagt, wir haben sehr ordentliche Wachstumsraten mit dem Label erzielt in den letzten Jahren und sind sehr zufrieden mit unserer Definition der Herangehensweise. Das ist ja sehr erfreulich. Herr von Erde, wie würden Sie denn die Regionalität bei Obst und Gemüse definieren? Ich glaube, Regionalität definiert ja jeder für sich und jeder Verbraucher für sich ein bisschen anders. Ich glaube, also für mich persönlich, einfach mal betrachtet, würde ich die Regionalität so definieren, dass ich ganz gut mit dem Begriff Bundesland arbeiten kann, was Regionalität angeht. Und ich glaube, wenn wir uns dem LDH anschauen und auch die Eigenmarken und die Strategien, die bezüglich Regionalität gefahren werden, hat jeder Handelsteilnehmer eine unterschiedliche Philosophie dafür ausentwickelt, was Regionalität heißt. Und ich glaube auch so entwickelt, dass der Endverbraucher für sich entscheiden kann, ob es ihm so regional genug ist oder nicht. Es gibt Händler, die definieren die Regionalität auch auf Bundeslandebene oder spezielle Gebiete. Es gibt auch Marktteilnehmer, die keine Regionalität ausloben in dem Sinne, sondern einfach nur die Herkunft ausloben. Kommt aus Hamburg oder kommt aus NRW, so dass der Verbraucher für sich danach vollziehen kann, ist es mir noch regional genug oder schon zu weit. Also ich glaube, das ist ein sehr individueller Begriff, den auch jeder Verbraucher für sich selber die Grenze zieht. Ja, vielen Dank. Wird denn Ihrer Meinung nach der Begriff im Handel manchmal überstrapaziert? Gibt es da auch Fehlentwicklungen? Ich glaube halt, bei der Regionalität, die Verfügbarkeit an Produkten hat sich gerade in der Obst- und Gemüsebranche die letzten Jahre weiterentwickelt und weiter ausgebaut. Gerade das Thema Regionalität hat dazu beigetragen, dass sich viele Gebiete weiterentwickeln konnten, auch in ihrer Produktionskultur. Aber natürlich gibt's auch Grenzen, die sicherlich auf klimatische Bedingungen, Bodenbegebenheiten, Niederschlag, Temperatur beruhen, wo nicht jedes Produkt sozusagen in der Regionalität abbildbar ist. Ja, danke für diese Einschätzung. Herr Vogt, geschlossene Produktionsgebiete haben ja gegenüber kleinteiligem regionalem Anbau durchaus auch ihre Vorteile. Ob das jetzt Baumschulbereich ist oder auch bei Zierpflanzen, Obst, Gemüse, es gibt ja überall auch besondere Anbaugebiete. Außerdem ist ja auch nicht jedes Produkt zu jeder Zeit überhaupt regional verfügbar. Wo stößt denn die Regionalität aus Ihrer Sicht an ihre Grenzen? Ja, ich möchte auch erstmal die Gelegenheit nutzen, mich bedanken, dass wir uns hier äußern können und unsere Einschätzungen kundtun können. Hier vom Standort Wismar aus bedienen wir ja den lokalen Markt, den nationalen und auch den internationalen Markt mit verschiedenen Produkten im Zierpflanzenbereich sowie im Baumschulbereich. Der regionale Markt wird bedient über den Fahrverkauf und ein Vertriebsgeschäft. Wir bedienen ungefähr den Raum bis Bremen und von Lingen aus bis etwa Bielefeld, fahren Blumengeschäfte und Lebensmittelhändler an. Und insofern sind wir regional in der Vermarktung tätig. Eine regionale Warenbeschaffung haben wir sehr gerne, eben wegen der Frische. Aber sie stößt natürlich dann an die Grenzen, wenn wir auf Sortimente achten, wenn wir ein breites Sortiment haben möchten, was also auch noch rationell produziert werden kann. Denn ich kann wohl ein großes Sortiment bieten in einer Produktion, aber das kann Herr Senden sicher sehr gut einschätzen. Je kleinteiliger ich werde, umso höhere Kosten habe ich auch pro Stück. Und dann stößt es im Verkaufspreis an die Grenzen.
Ich möchte noch zur Regionalität eins sagen. Ich denke mal, Regionalität dürfen wir nicht anhand von Kilometern unbedingt messen, sondern ist sehr stark auch emotional geprägt über Tradition, über Verbindungen. Das kam ja in dem Gespräch mit der Obstverteilung auch heraus, dass die Menschen eine Verbindung zu Personen gerne aufbauen möchten. Und vor allen Dingen merken wir, dass ist meine Erfahrung aus der Corona-Zeit auch, die Menschen brauchen bei all ihrer Globalisierung eine gewisse Erdung, einen Bezugspunkt. Und der kann sehr verschieden sein. Er kann örtlich an den Kilometern gebunden sein, er kann aber auch emotional gebunden sein. Darum ist Regionalität nicht fest an Kilometern zu fassen. Wir haben im Schnittblumenbereich gute Erfahrungen gemacht mit regionalen Tulpen, die wir vermarkten, auch über einen Lebensmittelhändler, wo die Ware sehr gut angenommen wird und wo auch eine Person dahinter steht und sie auch beworben wird in Imageblättern. Natürlich ist es so, dass die Warenverfügbarkeit nicht nur von der Anbauregion abhängig ist, sondern auch von den klimatischen Verhältnissen und natürlich auch von den Mengen. Ich sprach vorhin von gewissen Anbaumengen. Nehmen Sie nur, sagen wir mal, einen Kalunenlieferanten, der eine gewisse Menge produzieren muss, die wir gar nicht hier in der Region so absetzen könnten. Also brauche auch den überregionalen Absatz. Andersherum ist es auch wirklich so, dass wir durch die verschiedenen klimatischen Bedingungen natürlich auch verschiedene Stadien im Pflanzenwachstum bekommen können. Das ist auch wieder ein Vorteil. Aber ich denke, viel wichtiger ist diese emotionale Bindung, dass wir dort den Verbraucher abholen. Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt mit der Emotionalität. Das, da würde ich Herrn von Erde auch gern mal fragen, ob das bei Obst und Gemüse auch eine solche Rolle spielt. Herr Schwichtenberg hat es ja im Grunde schon auch seine Erfahrung damit gemacht. Würden Sie das auch so sehen? Ja, bei Emotionalität ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Ich glaube, da gibt es auch Regionen oder viele Verbraucher definieren natürlich, ich sag mal, Erlebtes im Urlaub oder bestimmte, ja, oder auch geschichtlich begründet viele Themen, die auch, ja, emotional irgendwo ein Stück weit verwurzelt sind. Nehmen wir mal als Beispiel der Bodensee als Kernobstanbaugebiet. Sicherlich als Urlaubsmetropole eine Marke, aber sicherlich auch dann für die Äpfel, die daherkommen, die sicherlich bei den Leuten, die unten da Urlaub gemacht haben, auch einen emotionalen hohen Stellenwert haben. Und so finden wir viele Beispiele, gerade in den Obst- und Gemüsebereich, sei es die Gurken aus dem Spreewald oder Äpfel aus dem alten Land, Spargel aus Waldbeck oder da gibt es viele, viele Themen, die natürlich auch da mit der Emotionalität der Region verwurzelt sind. Vielen Dank, Herr von Erde. Herr von Erde, wie entwickeln Sie eigentlich Regionalstrategien für Obst und Gemüse? Und wie sind Erzeuger und Kunden in die Planung solcher Kampagnen eingebunden? Können Sie da uns mal einige Details vielleicht schildern? Gut, also im Thema Regionalität kann man sicherlich sagen, dass die Kunden natürlich alle für sich eine Eigenmarke entwickelt haben die letzten Jahre und die je nach Händler, zum Beispiel Mein Land heißt, Rewe Regional, Naturgut und die dann natürlich entsprechend auf das Thema Regionalität einzahlt. Dann neben der Formierung der Eigenmarken im Handel gibt es natürlich auch noch gewisse Gütesiegel, die sich auch die letzten Jahre immer weiter entwickelt haben. Sicherlich als bekannteste geprüfte Qualität Bayern, also GQB oder QZBW, geprüfte Qualität Baden-Württemberg und jetzt auch hier in NRW in der Region relativ neu Gutes aus NRW. In allen Themen waren wir als natürlich Vermarkter von Obst und Gemüse mit den Kunden im engen Dialog. Wir sind bei den ein oder anderen Regionalsiegel mit im Verein tätig, einmal in der Gestaltung der Regionalität und auch in der Prüfthematik, was Regionalität angeht. Und natürlich im Bereich Kunde haben wir natürlich diverse Artikel und Programme entwickelt, um deren Eigenmarken, die das Thema Regionalität abbilden, auch zu unterstützen. Ja, vielen Dank.
Herr Stein, würden Sie eher den Fachhandel oder eher den Systemhandel als Zielgruppe für Regionalität einschätzen? Also ist die Werbung eher im Fachhandel oder eher im Systemhandel wichtig? Gut, ich persönlich kenne jetzt den Fachhandel besser als den Systemhandel, stelle aber von außen fest, dass der Systemhandel den Begriff Regionalität schon sehr stark in den Vordergrund rückt. Das ist im Fachhandel sicherlich nicht ganz so stark ausgeprägt, obwohl man aus meiner Sicht sagen muss, dass die regionale Produktion eher zum Fachhandel passt, weil der Walter Vogt hat es gerade auch schon gesagt, oftmals auch die Kleinteiligkeit so ein bisschen das Hindernis darstellt für den Systemhandel. Deswegen denke ich allerdings, dass im Fachhandel diese regionale Ware aufgrund der Emotionen, die auch ein Stück weit dahinter steckt, ja, das sind in der Regel kleinere Betriebe, die mit viel Leidenschaft dann eben auch ihre Produkte produzieren. Und das ist eben die Schnittmenge, die auch irgendwo zum Fachhandelskunden von uns passt. Ja. Also der Florist tickt da eben ähnlich wie der Gärtner, wie ich finde. Und deswegen ist Regionalität aus meiner Sicht eher ein Thema, was tatsächlich zum Fachhandel gehört. Gleichwohl nutzt der Systemhandel dieses Thema natürlich auch sehr stark. Das heißt, beim Fachhandel sehen Sie sogar noch Potenziale, wenn möglicherweise. Absolut. Also ich denke, dass es noch viel Potenzial gibt, dass wir noch nicht am Ende angelangt sind, obwohl wir jetzt schon einige Jahre das Thema in den Vordergrund rücken. Die deutsche Produktion, muss man sagen, ist, wenn man auf das Gesamtjahr guckt, eher eine Nische, weil halt viele Produkte eben nicht das ganze Jahr verfügbar sind. Allerdings macht es dennoch Sinn, also gerade bei Produkten, die eben ein hohes Frachtvolumen haben, beispielsweise Sonnenblumen, Pfingstrosen etc., die wir dann eben auch gezielt regional produzieren lassen und dann gezielt über unsere Cash and Carries vermarkten. Aber wie gesagt, ich denke, das Thema ist noch nicht zu Ende gedacht. Da gibt es noch viele Möglichkeiten. Ich glaube aber auch, dass die Rahmenbedingungen für den deutschen Gartenbau jetzt nicht unbedingt einfacher werden. Ich glaube, es gab ja schon mal einen Talk zum Thema CO2-Steuer. Mindestlohn wird sicherlich auch ein Punkt sein, was irgendwo hemmend auf den Gartenbau wirkt. Das heißt, es wird nicht einfacher, aber ich denke schon, dass wir weiter gut daran tun, das Thema Regionalität auch im Fachhandel zu verfolgen. Ja, vielen Dank. Herr Senden, darf ich Sie vielleicht noch fragen, wie wichtig halten Sie es, dem Verbraucher die Eigenschaft regional zu erklären? Meinen Sie, das ist selbsterklärend oder ist das irgendwie ein Begriff, wo der Verbraucher erstmal gar nicht so viel anfangen kann mit? Ja, ich denke mal, ganz ausschlaggebend ist auch, welche Artikel möchte ich vermarkten. Also wenn Schlichtenberg mit Äpfel, Obst und des Weiteren an den Kunden herantritt, ist das für den Kunden momentan viel interessanter. Esse ich jetzt Sachen, nehme ich die zu mir, die aus der Region kommen oder werden die rangekarrt aus Südamerika und so weiter. Da ist momentan der Fokus wirklich sehr stark drauf gesetzt. Wenn ich jetzt an unsere Produkte denke, Zimmerpflanzen, weiß ich nicht, ob da jetzt schon das Bewusstsein so gegeben ist vom Endverbraucher zu sagen, ich muss jetzt meine Zimmerpflanze aus regionaler Züchtung erhalten. Ich denke mal, es ist ganz ausschlaggebend, auch was produziere ich, essen die Leute das und ist für die Leute plausibel, das kann hier hergestellt werden oder muss ich Tomaten aus Holland haben? Obwohl die hier bei meinem Nachbarn, ich sag mal, bei Schlichtenberg ist quasi in Bonn auf dem Feld wachsen. Brauche ich keine Äpfel aus Spanien zu importieren. Da hat man natürlich diesen Kontrast, den die Leute dann, mit dem die Leute dann umgehen. Also ich denke mal, es ist immer noch, kommt darauf an, welchen Artikel möchte ich auch vermarkten und wie wird das angenommen. Natürlich muss man den Leuten immer wieder klar machen, den Ball sollte man schon zurückwerfen. Also das ist momentan stark im Fokus und ich merke jetzt auch gerade bei unseren Produkten, selbst bei den Grünpflanzen, dass die Gartenzentren immer wieder kommen, jetzt auch kommen und sagen, ey, wir wollen jetzt wirklich aus Deutschland Ware haben. Das ist für uns völlig neu. Also wir merken das auch im Umsatz, dass viele neue Kunden kommen. Das war vorher nie ein Thema. Und plötzlich eröffnen sich hier Kundenkreise, die auch aufgrund der Regionalität jetzt neu dazugekommen sind. Also ganz enorm im Moment. Das ist ja eine erfreuliche Entwicklung auf jeden Fall. Ja, absolut.
Herr Stein, da müssten ja eigentlich im Schnittblumenbereich auch noch Erzeuger auf Sie zukommen, wenn Herr Sende auch so positive Erfahrungen gemacht hat. Sehen Sie da noch Potenzial, dass Sie auch noch neue Erzeuger gewinnen? Ja, hatte ich ja gerade schon gesagt. Also ich denke schon, dass es da noch viele Erzeuger gibt, die da auch für geeignet sind. Allerdings tun wir gut daran, das Thema wirklich mit Augenmaß wachsen zu lassen. Es muss für den Erzeuger passen. Wir müssen die Kunden dafür haben. Und das muss alles irgendwie aufeinander abgestimmt sein. Deswegen war es in den letzten Jahren auch so erfolgreich, weil wir nicht versucht haben, irgendwas übers Knie zu brechen, sondern da jeden auf dem Weg auch mitgenommen haben. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, glaube ich aber schon, dass es da wirklich noch Möglichkeiten gibt und auch Erzeuger gibt. Und ich würde mich freuen, wenn es dann vielleicht auch nach diesem Talk noch Erzeuger gibt, die auf uns zukommen und da gerne mitmachen möchten. Mhm, gut. Herr Vogt, Sie arbeiten am Landgartstandort Wiesmoor, wo ja auch viel Baumschulproduktion in der Nähe ist. Gibt es speziell für die Baumschulware auch Marketingkonzepte für die norddeutschen Erzeugnisse? Also speziell Marketingkonzepte für norddeutsche Erzeugnisse haben wir noch nicht entwickelt, sind aber in Bearbeitung. Wir entwickeln aber am Standort mit dem Landgart Marketing zusammen sehr viele eigene Baumschulkonzepte, um den Handelskunden was an die Hand zu geben, damit sie auch den Konsumenten gut ansprechen können. Wir kamen vorhin nochmal, möchte ich da einfügen, auf den Systemhandel und auf eventuelle Schwierigkeiten. Dort ist auch oft die Schwierigkeit der Steuerung. Wir kennen den Systemhandel dadurch, er hat sehr schlanke Prozesse und sehr gesteuerte Prozesse. Und wenn wir regionale Ware in einer bestimmten Region unterbringen wollen, bedeutet das auch für die Handelsunternehmen einen höheren Aufwand für die Steuerung systemtechnisch, also im Lager, in der EDV, in der Verfügbarkeit. Und da sehen ich mich oder wir uns eigentlich als Landgart, auch als Bindeglied, auch als Dienstleister, um dort auch zu unterstützen, den Produzenten sowie die Handelsunternehmen. Nochmal zurückzukommen auf unsere Konzepte. Wir entwickeln die letzten Jahre sehr stark Konzepte, die auch sehr gut angenommen werden, die vielfach dahingehen, immer möglichst einen Punkt des Produktes herauszuheben. Also wofür kann ich es nutzen? Welchen Mehrwert hat dieses Produkt? Und das kommt sehr, sehr gut an. Vielen Dank, Herr Vogt. Ich würde gerne nochmal auf den Fachhandel zurückkommen. Herr Vogt, meinen Sie denn, dass sich bei den Cash-and-Carry-Märkten von Landgart der Anteil regionaler Beet- und Topfpflanzen noch steigern lässt? Gehen Sie da gezielt auch auf Produzenten aus der Umgebung jeweils zu oder wird das eher zentral beliefert? Eigentlich aus der Tradition heraus haben die Cash-and-Carry-Märkte ja gewisse Gartenbaubetriebe in der Region, die Cash-and-Carry-Märkte auch beliefern. Das hat sich über Jahre eigentlich sehr, sehr gut entwickelt. Warum? Weil zwischen Vertrieb, Disponent und Produktion ein sehr enger Kontakt besteht und ja auch Ware sehr schnell verfügbar ist. Und das Nächste ist, wir haben ja die Cash-and-Carry-Märkte überall in Deutschland verteilt und jede Region hat auch andere Qualitätsansprüche. Eine Geranie in München, die hat einen anderen Qualitätsanspruch als die Geranie in Schleswig-Holstein. Auch von der Topfgröße her, vielleicht vom Sortiment her. Und da sind die Cash-and-Carry-Märkte sehr eng eigentlich verbunden. Dort gilt aber auch die Produktionsmenge. Wenn viel Menge da ist und sie abgenommen wird, läuft alles rund. Aber es kann auch mal im Cash-and-Carry-Markt in der örtlichen Verfügbarkeit zu wenig sein. Dann muss der Cash-and-Carry-Markt auch sicherlich überregional kaufen, beziehungsweise Spezialsortimente, die jemand in der Region so nicht kultivieren kann, weil die Mengen wahrscheinlich zu gering sind. Aber auch dort fördern wir weiterhin die Produkte der deutschen Gärtnerware mit vielen Aktionen und versuchen da auch noch mehr Gärtner dazu zu gewinnen. Also was regional verfügbar ist, das würden Sie auch eher aus der Region dann beziehen, während jetzt zum Beispiel Grünpflanzen wie von Herrn Sennen dann eher natürlich aus den Spezialbetrieben kommen, die auch weiter weg sein können. Ja, so ist es. Gut. Herr Sennen, wie sind denn Ihre Erfahrungen mit der Belieferung von Cash-and-Carry-Märkten? Haben Sie da auch gute Erfahrungen gemacht? Sie haben ja auch, soviel ich weiß, Beetpflanzen auch an Cash-and-Carry-Märkte geliefert. Ja, regional unterschiedlich. Also das ist wirklich so, dass es starke Märkte gibt, mittelstarke und schwache Märkte.
Momentan ist es wirklich so, dass wir leider im Moment die Cash and Carry so ein bisschen vernachlässigen, weil die Nachfrage nach Grünpflanzen ist halt momentan populär. Grünpflanzen merken wir auch sehr stark, dass wir quasi schon direkt wegverkaufen, bevor überhaupt alle Cash and Carries beliefern können. Das war vor 2, 3 Jahren halt ganz, ganz anders. Der Vogt weiß das wahrscheinlich, dass wir auch dieses Jahr gar nicht liefern konnten nach Wiesmoor, weil wir eigentlich die Produkte schon im Vorfeld weg hatten alle. Also die Nachfrage ist sehr groß. Ja, die unterschiedlich sind, stark sind die Cash and Carries, aber bei guten Cash and Carry Märkten, da kriegt man auch schön was umgesetzt, das muss man schon sagen. Also wir verlassen uns dann nicht nur auf die Weiling. Immer noch ein Und wichtiges also, Instrument, die Cash and Carry Märkte. Ja. Sie setzen da auf mehrere Absatzwege eben. Ja, genau, richtig. Gut. Ja, dann würde ich zum Abschluss alle Teilnehmer noch mal um ein kurzes Statement bitten zu den Chancen regionaler Produkte in kurzen Sätzen noch mal. Vielleicht kann Herr von Erde anfangen. Also ich sehe die Zukunftschancen für die Regionalität sehr gut. Ich glaube, wir werden auch im Thema der Regionalität weitere Wachstumsraten haben. Ich glaube auch leider Gottes durch die Corona-Krise haben wir alle gelernt, wir einmal Produktion, aber auch Handel und auch Endverbraucher, dass vieles, was selbstverständlich war, dann in so einer Pandemie nicht mehr so selbstverständlich ist und die Lieferketten unterbrochen werden können durch Grenzschließungen, dementsprechend LKW-Staus und die Ware kommt dann nicht wie gewohnt an. Das ist sicherlich nochmal auch ein Treiber oder ein Schubgeber für die Regionalität, weil was vor der Haustür wächst und produziert wird, ist auch schnell im Regal. Ja, vielen Dank, Herr von Erde. Dann würde ich Herrn Vogt um das nächste Statement bitten. Ja, die Wertschöpfungskette regionaler Produktion ist in einem offenen und transparenten Zusammenspiel zwischen Produktion, Dienstleister und Handel auf jeden Fall umsetzbar und auch machbar und hat aus meiner Sicht sehr große Zukunft. Dann würde ich Herrn Stein bitten. Ja, gerade als deutsche Genossenschaft tun wir, denke ich, gut daran, den Sinn und die Wertigkeit von regionaler Produktion weiterhin zu betonen. Und ich freue mich weiterhin auf einen offenen Dialog mit den Erzeugern und auch den Kunden. Danke für dieses Schlusswort. Herr Schwichtenberg, darf ich Sie bitten? Ja, also ich bin der Meinung, unser Ziel muss es sein, dass der Verbraucher so informiert wird und so für unsere Produkte begeistert wird, dass er die regionale Ware ganz aktiv auch in den Märkten nachfragt, weil häufig ist es so, dass die Verbraucher gerne regionale Ware einkaufen möchten, aber sie in den Läden oft nicht verfügbar ist. Und da müssen wir daran arbeiten, dass wir unsere Kunden noch mehr begeistern können, da auch entsprechend die Ware in den Läden auch anzubieten als regionale Ware. Vielen Dank. Dann zum Schluss noch Herr Senden, bitte. Ja, ich stimme dann Herrn Schlichtenberg absolut zu. Also der Endverbraucher, der Endverkäufer, der muss, ich denke mal, da steckt noch einiges an Potenzial drin. Da muss dem Kunden wirklich noch entgegengetreten werden und diese Bedürfnisse auch zu erfüllen. Es findet gerade eine Bewusstseinsänderung statt in der Bevölkerung und ich denke mal, da gehört die Regionalität dazu und da sollten wir ganz entschieden auch auf diesen Zug mit auffahren. Ja, dann ist zu wünschen, dass dieser Trend auch bei den Verbrauchern anhält. Ja, ich bedanke mich bei den Gästen sehr herzlich für die engagierte Teilnahme und bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Talks finden Sie unter connect.landgard.de. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Bleiben Sie gesund.